Welcome to Porto Parmesano. We've got a beautiful romantic beach where you can relax all day long. A vibrant city with some amazing architecture. And even an active volcano. Book now and get 10% off. Island Day. Jawohl, und damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Island Dash. Welcome to Porto Parmesano. Ja. We've got a beautiful romantic beach. Das ist geil. Relax all yeah. Day long. A vibrant city. Lecker Pizza. Some amazing architecture. And even an active volcano. Oh, den will ich sehen. Book now and get 10%. Oh, 10%, das ist sofort gebucht. Da fahren wir sofort hin. Das ist mein Traumurlaub. Und damit jetzt willkommen nochmal zu Island Dash, dem Urlaubssimulator 2018. Und wir starten sofort durch, wie die geballte Action. Oh, unsere Mission ist, einen Hotdog zu kaufen. Geil. Hier, die Touristen, die liegen hier schon alle faul am Strand, bräunen sich mit ihren ekligen Körpern da und ihren ziemlich makabren Augen. Ja, und wenn man uns so anguckt, natürlich, wir sind natürlich der typische Deutsche, fett und faul, so wie sich das hier gehört im Urlaub, ne? Man reist natürlich immer als fetter, fauler Deutscher in Urlaub, um noch mehr fett zu werden und noch fauler zu sein. Hier ein paar Bräute, die kann man natürlich, könnten wir jetzt anquatschen und mit ihnen flirten und sie dann nachts dazu bringen, uns mit, keine Ahnung, Tierfett oder sowas einzureimen, keine Ahnung. Aber das wollen wir gar nicht. Wir sind hier, um Urlaub zu machen. Ne? Frau haben wir extra zu Hause gelassen, die Kinder haben wir zu Hause gelassen. Ne? Die kümmert sich gerade mal 346 Tage im Jahr um die Kinder. Kann sich auch mal um 20 Tage weiter kümmern. So, jetzt hauen wir uns einen Hotdog, lecker! Hey Dude, wanna buy a hotdog? Auf jeden Fall, Mann. Geil, dass der Text hier irgendwie zur Hälfte fehlt. Oh, I see you lost your money. Ja. Go to the ice cream shop. They surely got the job for you. Ja, geil! Wir müssen so halb Deutscher, halb Grieche sein, weil wir haben natürlich keine Kohle. Ist klar, ne? Wenn man Urlaub fährt, hat man niemals Kohle. Und jetzt sehen wir auch schon die Herausforderung oben rechts, ne? Wir verbrennen Kalorien. So eine Scheiße. Ne? Im Urlaub Kalorien verbringen geht ja mal gar nicht, ne? Da müssen wir natürlich sofort was machen. Deswegen rasen wir jetzt in einem Affentempo zur Eisdiele, um uns $3,50 zu organisieren, damit wir uns einen Hotdog holen können. Ja, geil, ein Hotdog. Ey, was gibt's Geileres, nur als einen Hotdog zu essen? Man verliert selbst Kalorien, wenn ich nur einfach hier in der Gegend rumstehe. Was für ein scheiß Ort. Hello, Amici. You want some ice cream? Oh, you'd like to get some money. Ja. Bring me some coconuts. My cocoa ice cream is running out. Geil. Go to the Aloha Beach. Here is my Cocoa Collector 3000. Ah, gut, dass ich Cocoa Collector 2000 aus dem mir voll kacke, ey. Hold space to spool the Cocoa Collector up. Yeah. Then run through the coconuts. Ja, geil. Go to the okay, Aloha Beach. Wir haben jetzt einen coolen Rucksack. Yeah! So, wir brauchen Kokosnüsse. Und jetzt Kokos. Weil, der will Kokosnuss-Eis machen. Das heißt, wir laden das Ding jetzt auf, mit Space gedrückt hatten und hier, Kokosnuss, geil! Oh, Krebse, kann man die essen? Nein, die tun einem weh. Oh, das ist ja kacke. Hier, noch eine Kokosnuss. Oh, ich muss gedrückt halten, scheiße. Oh, Verdammt, wenn man fett ist, kann man sich nicht mehr so gut bewegen. Das geht einfach nicht. Oh, hier. Oh, ich habe gerade zwei auf einmal. Nee. Komm, wir laufen rückwärts. Geht natürlich nicht. Realismus pur. Geil. Na, wer geht im Urlaub auch schon rückwärts? Na, wer von euch das schon mal gemacht? Oh, ich brauche gar nicht mehr gedrückt halten. Wir haben jetzt drei Kokos. Ja, scheiß zurück zur Eisbude. Wir brauchen diesen Hotdog. Hotdog. Wir haben nur noch 2000 Kalorien. Na, das ist die tägliche Dosis für einen Mann. Na, aber guck das an. Wir brauchen mindestens 4000. Also her damit. Hier ist $1. Thanks for the help. Was? Nur Dollar? Go to Diego's Pizza. More cash. Ja, was ist das hier? Die Mafia oder was, ey? So eine Scheiße. Können wir hier welche Leute ausrauben? Oder eine Bank überfallen? Das wäre viel realistischer, Mann, ey. Egal, gehen wir zu Diego. Hallo, Diego. Hello. I've heard you're looking for money on this island. Jawohl. I've got a special job for you. That's go nice. Go to the Rumble Jungle. Yeah. And bring me a pineapple from Rumble Jack. Yeah! The tourist eat pineapple pizza like crazy. Watch out, he's a tough guy. There are 50 cents in advance. Ach, geil! Ja, guck mal hier, wenn man mit El Chefe spricht, ne, hier mit dem Mafia-Boss, dann kriegt man sofort das Geld hier rein, fette Kohle. Jawoll!
Geile Sache, ey. Jetzt gehen wir mal hier in den Rumble Jungle. Ach, scheiße, wir hängen ja in der Ecke fest. Oh, das hat wieder Kalorien verbraucht. Scheiße, Mann, ey. Da wollte ich doch mich auf, an den Strand einfach nur hinlegen und in den Sonnenschirm, ey. Und meinen fetten Leib einfach nur brutzeln wie so ein Spanferker. Ah ja, hier sind Pineapples. Oh, aber wir müssen mit Pineapple Jack sprechen. Ah, der hat eine ziemlich breite, also schmale, ja. Don't you? Yeah. I never give anyone anything for free. But yeah, we can bargain. I lost my beloved parrot somewhere in the jungle. Bring him back and you'll get your stupid pineapple. Yeah, man, hier voller Lebensmut. So lebt, so reagiert man, wenn man nur noch im Urlaub ist, ey. Völlig gechillt, ey. Ja, geil. Jetzt müssen wir noch den Papagei finden. Das ist ein Papagei. Oh, die fressen wir. Oh, hey! Hey, bleib stehen! Bleib stehen! Bleib stehen! Vogel! 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 Vogel ist schnell, wir schneiden den Weg ab. Haha! Komm, Vogel! 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 Vogel, wir haben den Vogel! Schnell zurück zu Pineapple Jack! Wir brauchen Geld für Hot Dog! Ich hoffe, der tunkt das Brötchen so richtig geil in die Fritteuse mit rein, ey. Oh, lecker! Thank you so much. Here's the pineapple. Geil! Pineapple bekommen. So, wir müssen zurück zu Diego. Aber schnell! Keine Zeit! Muss Fett ansetzen. Nam, 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 nam. Weißt du, das kennt man ja. Kennt ja jeder, ne, jeder, der Urlaub fährt, der kennt das, der bucht dann irgendwie 5 Sterne All Inclusive. Was kriegt man? 3 Sterne mit Halbpension. Was geht ja mal gar nicht, ne? Thanks, dear friend. Here's your payoff. Have fun. Ja, geil! Buy your damn hot dog, ne, endlich! Was für ein scheiß Urlaub, ey. Jetzt hänge ich schon wieder in dieser Brücke fest, ey. Warum ist ja alles so schmal? Ja, diese Insel ist echt nicht für fette Menschen gebaut, ey. Gleich einen Negativpunkt in der Bewertung hinterlassen, ne? Weg da aus dem Weg, dünner Mann! Ich hab einen Sonnenhut auf. Ich bin wichtig, ich bin Tourist. Touristen haben Vorrang hier vor örtlichem Verkehr. Das geht ja mal gar nicht hier. Hotdog! Hotdog! Ja! Ja! Muss irgendwas drücken, keine Ahnung! Hallo! Für Lotto spielen! Wo ist mein Hotdog, Mann? Hallo? Hallo? Oh! Was geht ab? Da dreht sich was. Kommt nochmal ein Hotdog raus? Oh, Highscore! 1544! Oh. Ich bin der fetteste Mann auf dieser Insel! Ich hab's mal wieder bewiesen! Ooh, you made it! Here's my last Hotdog! Oh, you can have a drink for free if you want! Oh, gib mir eine Cola! Da! Oh. Besser Urlaub, Ella, war. Ja, Hotdog. Und Blick aufs Meer. Und Hotdog. Geil. Game Boy. Hi. Johannes Fischer, Simon Eberl. Und Michael Hütter und Tobias Oswald. Und Lukas Schönwiese und Thomas Kern. Ja, die haben dieses Spiel entwickelt. Geiles Spiel. Nico Klöckner und Julian Schmiederer. William Loppert und Christoph Müller. Und Fluchnödel. Ja, geil. Es gab Hotdog in diesem Spiel. Das Spiel ist geil. Vielen Dank an unsere Sponsoren. Monika Knödel und 2 Pizza für Margaritas. Was? Und Allauer Lehrer. Cool. Geil. Yeah. Nehmt ihr bitte den Urlaub. Spendiert den Hotdog. Hotdog. Danke fürs Spielen. Danke für den geilen Urlaub. Ey. Ha. War der beste Urlaub der aller Zeiten, ey. Ich fühle mich wie so ein Russe. Ganzen Teller vollgepackt und nichts aufgegessen. Haha. Yeah. Jawohl. Einen Dash. Geiles Spiel. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zu Urlaubssimulator 2035. Mit eurem Piru. Bis dann. Tschüss.